Die Woche beginnt mit einem Salat, einem großen grünen Salat. Da ist auch jetzt bloß Salat drin. Also da ist so eine Salatpackung mit verschiedenen Sachen, rote Beeteblättern sehe ich da, irgendwelchen Frisee-Salat, Feldsalat. Dann habe ich noch einen Eisbergsalat dran gemacht und auf jeden Fall noch was Zwiebeln. Genau, und das alles so mit Öl und Essig ein bisschen abgeschmeckt. Allerdings nicht so viel zum frühen Morgen. Irgendwie habe ich die Lust auf das pure Grün. So, jetzt gibt es eine Minimalzeit und zwar ist das ein Stück Wakame-Algen. Die kann man, muss man mal das einweichen. Man kann die aber einfach so in den Mund stecken und zwei von diesen Teilen ungefähr decken den Jodbedarf für einen Tag. Das sind ungefähr also 2 Milligramm pro 2 Gramm von diesen Wakame-Algen sind ungefähr die 0,2 Milligramm pro Tag, die Jod empfohlen wird. Entsprechend esse ich zwei von den Dingern, weil ich ja nicht mal jeden Tag einen Smoothie trinke, wo ich halt meine Kelbalgen reinmachen kann. Deswegen tue ich die Wakame-Algen ja quasi als Kaugummi zu mir nehmen. So, ihr seht nur noch die Reste am Topinambur-Plätzchen. Also ich habe hier noch weitere Lagen, aber ich habe mir jetzt eine Lage Topinambur-Plätzchen einverleibt, beziehungsweise ich bin noch dabei. Also heißt Topinambur-Plätzchen. Weiß nicht, was es ist. Chips oder was. Das sind Hanfsamen, Topinambur, dann habe ich Hilfeflocken rangemacht und Sojasauce habe ich noch rangemacht und Knoblauch, glaube ich. Oder so. Aber die Mengen und so weiter. Mache ich natürlich auf jeden Fall ein Rezept, schmeckt nämlich richtig geil. Und Topinambur habe ich massenweise im Garten, da freue ich mich richtig drauf. Und jetzt gab's, ich bin ja fast fertig hier, eine Dose getrockneten Grünkohl. Dieser getrocknete Grünkohl ist komplett ohne Fett, das heißt, da ist auch kein Olivenöl dran oder sowas, ist wirklich getrockneter Grünkohl. Ein bisschen Knoblauch ist dran, ein paar ungeschälte Hanfsamen püriert, das heißt, da gibt es ein bisschen Fett aus den ungeschälten Hanfsamen, die allerdings ein super Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis haben. Genau, kein Salz, kein Öl, sondern wirklich nur Knoblauch und Hanfsamen und halt Grünkohl. Schmeckt natürlich nicht ganz so schön, wie wenn noch Sojasauce dran wäre oder so, aber immer noch sehr lecker. Und jetzt gibt es 6 Bananen. Zu einem Food Diary gehört ja eigentlich ja auch das, was man trinkt. Weil das ist ja auch irgendwo Essen. Und ja, also ich habe gehört, dass man, wenn man sich rohköstlich ernährt, plötzlich weniger trinkt, weil irgendwie mehr Wasser in den Früchten oder so enthalten ist. Aber die Erfahrung habe ich bis jetzt nicht teilen können. Also ich trinke nach wie vor ungefähr so, ja, so 5 Flaschen pro Tag. Ungefähr, mehr oder weniger. Ich bin schon immer ein sehr kräftiger Trinker gewesen. Also ich habe früher auch, wenn ich Sport gemacht habe, immer 10 Liter am Tag getrunken. Und jetzt würde so, denke ich mal, so 7, 8 Liter am Tag sein. Also so eine Flasche hat so 1,5 Liter und wie gesagt 5 Flaschen, also 7,5 Liter ist eigentlich so der Standard bei mir am Tag. Und es hat sich aber durch die Rohkost aber auch überhaupt nicht geändert. Und ja, von den 5 Flaschen sind meistens so 3 oder 4 Wasser und 1 bis 2 sind Wasser mit 200 Milliliter Tee aufgegossen. Und das dann, der Tee ist ungesüßt, allerdings dieses zusammen dann mit Stevia dann gesüßt, dass ich so ein, zwei Mal so eine Flasche mit Wasser mit Geschmack und Süße habe. Genau. So, und jetzt gibt es saftige rote Beeteblätter. Das heißt rote Beete, eigentlich ist es orangene Beete. Es ist so geil im Garten zur Zeit. Weil du hast hier richtig saftiges Grün. Ich zeige euch mal was. Wir sind hier im Futter-Ari und gar nicht im Gartentagebuch. Darf man eigentlich gar nicht. Aber das muss ich euch unbedingt zeigen. Das ist ein Traum. Also zum einen hier. Grünkohl, da hinten ist noch Wirsing und links hier noch Palmkohl. Und das ist hier Red Kale. Aber wir sind hier im Futter, das kann ich gar nicht verantworten hier. Und hier, das ist Vogelmiere und das hier ist Winterportulak, diese hier. Das ist Winterportulak und das ist Vogelmiere. Und schaut euch das mal an hier. Alles voll. So, jetzt müssen wir aber wieder zurück ins Futter. So, ich habe jetzt wieder eins meiner Plätzchen essen müssen. Weil leider das letzte nicht in die Dose reingepasst hat. Ich habe mir gerade wieder fertige, also so Plätzchen gemacht. Wie immer aus Datteln und Nüssen und Kokosmehl und Rosinen habe ich diesmal mit drin. Und ja, und das sind immer, wenn ich Appetit auf was Süßes habe, das sind immer ein oder zwei von denen reicht vollkommen aus. Die sind richtig gut und ja, wunderbar.
So, jetzt gibt es hier noch rote Bete-Leder. Das ist rote Bete mit Banane. Also ungefähr 1 Kilo rote Bete und ein halbes Kilo Banane zusammen und gedörrt. Rote Bete-Leder. Und hinterher gibt es noch irgendwo so einen Keks. Aber es wird langsam lästig. Ich esse wirklich mittlerweile, früher habe ich 2x viel gegessen und mittlerweile esse ich wirklich ganz viele Kleinigkeiten am Tag. Mal sehen, ob ich das durchhalte mit aufnehmen. Das nervt auf jeden Fall ein bisschen. So, und jetzt zum wahrscheinlich Abendbrot gibt es ungefähr 6 Orangen waren das. Ich bekomme morgen neue Lieferung von Orangen und dann mussten die alten alle gemacht werden. Und ich habe auch ziemlich großen Appetit auf diesen Orangenteller. Was für ein Tag, ey. Ich fresse ohne Ende. Aber was soll's, ich kann einfach jetzt irgendwie nicht aufhören. Ich esse jetzt weiter. Jetzt geht's hier weiter mit Mango, Kaki und Blaubeeren. Wie gesagt, es ist immer noch Montag und jo. Heiter weiter. Um diesen Fresstag, es ist immer noch Montag, abzurunden, werde ich jetzt den eingeweichten Wildreis essen. Und zwar ohne alles, ich habe einfach, es schmeckt einfach gut. Heute schmeckt irgendwie alles gut. Und ja, und sie hat mir hier diesen Wildreis einverleiben. So, der Tag heute beginnt mit 2 Bananen. Weitere 2 Bananen finden den Weg in meinen Magen. So, jetzt werde ich exakt 2 Walnüsse essen. So, jetzt gibt es Zucchini Spaghetti und ja, das ist ein italienisches Rezept irgendwie. Das habe ich im Internet gelesen. Das ist ein rohe Champignons, die in Sojasauce eingelegt werden und dann werden die mit Knoblauch und Pfeffer gewürzt. Genau, dann halt frische Tomaten, frische Zucchini rein und Kräuter de Provence rein, Basilikum, ja, halt viele Kräuter, viel Gemüse. Ja, wie halt so die Rohkost ist, ne? 3 Orangen finden jetzt den Weg in meinen Magen. 4 Kokosmehlplätzchen mit Rosinen, Nüssen und irgendwas auch, Dattelpaste. Und dann gibt es nochmal 2 Bananen. Und jetzt gibt es noch eine Packung Blaubeeren. Eine Kaki. So, und jetzt gibt es noch als Betthupferl selbstgemachte Sauerkraut. So, heute Morgen gibt es wieder einen Smoothie. Ich bin ja immer noch am Experimentieren mit der Rohkost, was mir nun gut tut und auch die Anzahl der Mahlzeiten. Also, wenn ich wirklich wenige Mahlzeiten esse, geht es mir definitiv besser, als wenn ich viele Mahlzeiten esse. Das habe ich schon jetzt mitbekommen und entsprechend werde ich heute früh auch mal wieder einen Smoothie zu mir nehmen, als große Mahlzeit, um dass ich genau weiß, dass ich da jetzt die nächsten Stunden dann quasi keinen Hunger habe. Und ja, und das werde ich mal heute so probieren. Die letzten beiden Tage waren wirklich schon ziemlich extrem von vielen kleinen Mahlzeiten und das tat mir, glaube ich, nicht so gut. So, was ist drin? Ja, eigentlich ein Standard-Smoothie von früher, wenn ihr meine Food Diary kennt. Und zwar ist drin gefrorener Grünkohl, gefrorene Himbeeren, gefrorene Fruchtmischung. Dann habe ich jetzt angefangen, mein Weizengras, was ich im Sommer über getrocknet habe, mit reinzutun. Dann noch Moringa-Pulver ist drin. Dann ist noch drin frischer Ingwer. Dann ist drin Erbsenprotein. Und dann ist noch drin, rote Beete ist noch drin, Hanfsamen ist drin, Buchweizen ist nicht drin, weil ich den jetzt keimen lasse. Jo, irgendwie so. Ne? So, jetzt gibt es nicht nur 2 Kakaobohnen und eine Ananasstück. So ungefähr, würde ich sagen, so 8-9 Ringe und ja, so 10-15 Kakaobohnen von dem. Die Kakaobohnen und die Ananas sind in bester Qualität. Das habe ich euch verlinkt in dem Shop, wo ich immer bestelle. Dort gibt es auch 5% Rabatt, wenn ihr den Bonuscode AVOCADOSACKS eingibt. Ich hoffe, ich denke dran, wenn ich das Food Diary poste, euch das nochmal zu sagen. Ansonsten, ihr könnt auch einfach auf meine Homepage gehen, entweder christian.yt oder www.rawspirit.de. Und dort werdet ihr es auch finden. Ein Shop, der wirklich in Rohkostqualität anbietet und es ist ein relativ kleiner Shop, aber ich stehe voll dahinter und muss sagen, bin bisher bombenzufrieden gewesen. Insbesondere mit diesen beiden Produkten. Die Ananas, und passt da auf, da gibt es 2 getrocknete Ananas. Die teurere ist leider auch die bessere. Und all die Kakaobohnen und die Kombination, das ist halt echt mega, absolut zu empfehlen.
So, da ich die ersten beiden Tage habe wirklich krachen lassen, insbesondere am Montag, freue ich mich, dass ich jetzt wirklich abends Appetit einfach nur auf genau das habe, was ich mir hingelegt habe. Und zwar Tomaten, Gurken und halt gekeimte Kichererbsen. Das ist mein erstes Mal mit gekeimten Kichererbsen. Ich habe hier wieder mal eine genascht, muss sagen, schmeckt mir sehr gut. Ich habe allerdings einmal den Eindruck gehabt, dass es hinten im Hals gekratzt hat. Das heißt, das war irgendwie vielleicht eine allergische Reaktion oder keine Ahnung. Vielleicht war es auch bloß die eine. Ich habe allerdings auch dann ein paar mehr gegessen. Und da kam es nicht. Vielleicht war das auch was anderes, was ich eine Stunde vorher gegessen habe. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall beobachten. Aber letztlich freue ich mich auf mein Abendbrot. Spartanisch, aber irgendwie genau das, was ich jetzt möchte. So, gestern hat es ja ganz gut geklappt mit morgens einen Smoothie trinken. Und deswegen werde ich auch weiter einfach morgen einen Smoothie trinken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwar jetzt nicht irgendwie das innere Gefühl, dass ich genau diesen Smoothie brauche, aber letzte Woche und auch gestern hat es sehr gut funktioniert, dass ich einfach einen Smoothie früh getrunken habe und dann einfach nur eine Mahlzeit gegessen habe und habe mich gut gefühlt, habe mich satt gefühlt und habe mich auch zufrieden gefühlt und habe mich nicht überfressen gefühlt. Ja, also von daher probiere ich es halt einfach nochmal, mal sehen, wie es läuft. Also wir fangen unten an. Also ich habe jetzt endlich Reisprotein in Rohkostqualität bekommen. Und damit ist der Smoothie sogar 100%ig rohköstlich, weil der Rest ist Weizengras. Das ist das, was ich aus dem Garten getrocknet habe über den Sommer. Das fange ich jetzt an zu verbrauchen. Dann gefrorene Himbeeren, gefrorene Früchtemischung, dann Grünkohl gefroren, gefrorener Spinat, frische rote Beete, frischer Ingwer. Nee, nicht frischer Ingwer, frischer Kurkuma, frischer Apfel und Granatapfel. Genau, das war's. Weil das gestern so gut geklappt hat, werde ich jetzt als zweite Mahlzeit auch ein paar Ananasringe und ein paar Bohnen nehmen. Das ist auch in der Tat alles, was ich esse, also drei Ananasringe und vier, fünf Bohnen. Und ja, und das Ziel ist so ein bisschen vielleicht dann heute Abend dann wieder so Gurke, Tomate und Kichererbsen zu essen. Weil ich habe nämlich gestern mal nachgeguckt, das sind insgesamt, was ich sozusagen gestern gegessen habe, ungefähr 1600 Kalorien. Also der Smoothie, dann so eine Handvoll und eben abends die Gurke, Tomate, Kichererbsen. Und du hast im Endeffekt alle Mineralstoffe, also Mineralstoffe, Vitamine und Proteine, Aminosäuren tatsächlich gedeckt. Die Kichererbsen sind eine wahre Proteinbombe und durch das Proteinpulver, was ich ja im Smoothie habe, ist das wunderbar. Also hätte ich nicht gedacht. Und dann bist du mit 1600 Kalorien dabei und ich habe nicht mal ein schlechtes Gewissen, weil ich habe mich satt gefühlt. Und von daher, das kann natürlich noch an dem Mega-Fressmontag liegen, aber ja, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die Menschheit denkt, dass sie mehr essen muss, als sie tatsächlich müssen. Aber das ist nur ein Gefühl, vielleicht ändert sich das wieder, vielleicht ändert sich das heute schon wieder. Ich teile euch nur meine Gedanken mit, das esse ich jetzt. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Also ich habe jetzt irgendwie keinen Appetit auf Tomate und Gurke und Kichererbsen, sondern Appetit auf Blaubeeren. Also esse ich Blaubeeren. Eine frische Lieferung Orangen ist angekommen und entsprechend muss ich natürlich auch gleich verkosten. Und zwei Bananen. So, und jetzt zum Abendbrot gibt es 200 Gramm Kichererbsen und 100 Gramm Austernpilze. Beides roh, beides zum Snacken. So, jetzt gibt es ein ganz interessantes Abendbrot. Selber jetzt gerade probiert. Ich habe geschnittene Champignons eingelegt in etwas Sojasauce. Danach habe ich die Alfalfa-Sprossen, die 7 Tage gekeimt haben, dazugegeben und die Kichererbsen, die 4 Tage gekeimt haben. Dann habe ich Gurke dazugegeben, dann habe ich getrocknete Tomaten hinzugegeben, dann habe ich eine Knoblauchzehe zerdrückt und mit dazugegeben und dann habe ich das alles mit zu einem Gyros-Gewürz gewürzt, allerdings war da kein Salz drin, aber durch die Sojasauce, es war zwar nicht viel, ist aber schon ausreichend salzig und genau. Und ich glaube, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, ich glaube, eine Sache habe ich vergessen, aber was auch immer. Auf jeden Fall, ja gut, den Nackthafer, klar, den man sieht. Genau, und das lassen wir jetzt schmecken und es schmeckt auf jeden Fall interessant, so Gyros-Tzatziki-mäßig, aber halt alles frisch und wie gesagt, die puren Alfalfa-Sprossen, seit 7 Tagen habe ich die gekeimt, die esse ich jetzt. Und die Kichererbsen und es ist einfach nur echt rund, obwohl es kalt ist. Also bin sehr zufrieden mit meiner Kreation. So, heute gibt es zum späten Morgen Wildreis mit Rohkost-Gyros. Das Rezept, was ich ausprobiert habe. Und zwar sind das Austernpilze, die gedörrt wurden über Nacht mit verschiedenen Gewürzen halt einfach
relativ einfach. Aber ich habe schon gekostet, schmeckt sehr gut und absolut zu empfehlen. Und das ist ganz normaler Wildreis und den werde ich jetzt ein bisschen mit Salz und Pfeffer noch würzen und das beides werde ich dann so essen. So, jetzt werde ich ein paar getrocknete Ananas und das ist ein Experiment. Das ist mit der Marinade, wo ich den Gyros gemacht habe, habe ich einfach mal gekeimte Kichererbsen auch zerkleinert und mit der Marinade zu solchen kleinen Klöpsen vermengt. Und das probiere ich einfach mal. So, jetzt wieder die Todeskombo. Also eine richtig geile Kombination. Getrocknete Ananas mit Kakaobohnen. Und ja, auch beides unbedingt drauf achten. Rohkostqualität. Es gibt getrocknete Ananas, die sind nicht in Rohkostqualität. Das schmeckt man. Das schmeckt man bei der Ananas definitiv. Den besten Anbieter für getrocknete Ananas, den findet ihr auf meiner Webseite. Die ist wirklich so himmlisch. Und kauft euch da lieber gleich eine große Packung, weil wenn ihr eine kleine kauft, 70 Gramm, ist es sehr teurer, als wenn ihr das normal kauft. Aber dort habt ihr die Rohkostqualität und wenn ihr da gleich eine große Packung kauft, echt himmlisch. Und ja, die fermentierten Kakaobohnen, an sich so schmecken die mir nicht, aber zusammen mit der Ananas, es ist ein absoluter Traum. So, meine Brokkolisprossen sind fertig. Da werde ich jetzt ein paar nehmen. Und gerade habe ich noch ein paar Kichererbsenkeime und ein paar Lupinenkeime gegessen. Und nun gibt es eine Honigmelone. Und als letztes Mal des Tages gibt es jetzt hier noch 5 Orangen.